So ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute stelle ich euch noch einen weiteren Manga-Shop hier in Trier. Auf geht's! Hallo! Hi! Na, alles fit? Wie sieht's aus? Ja, ganz gut. Ja, und heute willst du mir den Laden zeigen? Genau, heute zeige ich dir bei uns in Trier das Minanokoen. Ja, auf geht's! Prima! Du hast dich ja vorhin schon so ein bisschen umgeschaut in unserer Vorbesprechung. Hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass bei uns alles so ein bisschen anders sortiert ist, als man das vielleicht gewohnt ist bisher. Ja. Hast du gemerkt, wonach wir sortiert haben? Nicht ganz. Nicht? Ich habe gesehen, das ist immer verschieden. So nach Action, glaube ich? Ganz genau. Nur nicht ganz genau. Nicht ganz, okay. Nee, wir haben nämlich nach japanischen Genre sortiert. Okay. Das heißt, hier in dem Regal, in dem großen Fuji-Regal, hat es Ben Schreiner getauft vor uns, siehst du diese ganzen Megaserien. Also Naruto, One Piece, Bleach. Ach so. Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul, Detective Conan natürlich das, auch mit dabei. Das, was beliebt ist, oder? Nee, diese ganzen Megaseller. Das heißt, alles mit so 20 und mehr Bänden, das steht vor allem hier mit drin. Okay. Das findest du also hier in dem Regal vorwiegend. Das meiste natürlich so Action-Klassiker. Ich habe schon erwähnt, One Piece ist dabei, Naruto ist dabei. Und das meiste tatsächlich auch diese tollen Weekly-Shonen-Jump-Serien, die mit dabei sind. Fällt mir jetzt gerade auch ein, wie Naruto, Dragon Ball und alles so weiter. Ja, nice. Und du sagst, das ist so eher beliebt oder eher weniger beliebt hier im Laden? Die ganzen Klassiker sind natürlich Topseller über die Jahre hinweg. Naruto schon längst abgeschlossen, mit der Massiv-Edition jetzt nochmal neu aufgelegt und geht immer noch steil durch die Decke. Wie findest du die Massiv-Edition? Ich finde es geil, dass sie das gemacht haben. Vor allem mit diesem Einstiegspreis, 5 Euro für einen Dreifachband, der so fett ist, ist schon ziemlich fett. Und gerade für jüngeres Publikum super geil zum Einsteigen. Ich finde es persönlich ein bisschen problematisch zum Lesen, weil ich gerne immer so ein Manga-Faschist bin, der seine Bänder penibel sortiert im Regal stehen hat und da kein Knick dran kommen darf. Und gerade wenn du so einen dicken Band liest und den aufschlägst in der Mitte, dann hast du halt leider den Buchrücken, der sich ja, da irgendwie wieder durchdrückt. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Deswegen. Bei manchen Mangas bei mir, aber... Deswegen Preis-Leistung, top. Aber das habe ich nur einmal erlebt bei Übelblatt. Ich dachte, der Buchrücken wäre ein bisschen stabiler, aber... Aber bei der neuen Ausgabe? Ja, dann ist es dann ein bisschen kaputt gegangen. Ist passiert, aber dann kann man ein neues kaufen. Ja. Ja, so schlimm ist es dann hoffentlich nicht gewesen. Ja, ich hoffe nicht. Aber ja, das ist hier, wie gesagt, so mehr... Das ist schon ein Jump-Magazin, so genau, das erste große Mega-Regal. Okay. Dann, habe ich dir schon gesagt, haben wir alles nach Genre sortiert. Ja. Hier in dem Regal findest du dann das erste große Highlight, nämlich den Shonen-Manga. Shonen kennst du ja als großer Kenner für diejenigen, die es noch nicht kennen. Shonen sind hauptsächlich die Manga, die eben wirklich an jüngeres Publikum gerichtet sind. Auch hauptsächlich Jungs und junge Erwachsene, meistens kämpferische Szenen, sowas wie Naruto, One Piece, Bleach, sind so Vorreiter vor allem, in denen Protagonisten ein bestimmtes Ziel verfolgt und auf seiner Reise dorthin immer stärker wird und Kollegen um sich schart, mit denen er dann gemeinsam sein Ziel verfolgt. Genau. Hier finden sich alle Serien, die eben nicht in dem großen Regal drin stehen und etwas kleinere Ausgaben sind. Beispielsweise jetzt den ganz neuen Mega-Hype von Manga-Kult losgetreten, Kimetsu no Yaiba oder auf Deutsch Demon Slayer finden wir hier drin. Einer meiner absoluten Lieblingsserien, Hell's Paradise beispielsweise auch, der jetzt in seinen 5. Band reingegangen ist von Kase. Oder auch so Dauerbrenner wie Mirai Nikki stehen hier mit dabei. Ah, das ist so ein bisschen gemischt. Ne? Ist ein bisschen gemischt nach so, ich dachte, das wäre jetzt so nach Verlag. Nee, Verlage sind bei uns aufgebrochen. Wir haben wirklich alles nach Genre, nach japanischem Genre sortiert und dann nach Alphabet. Weil ich kenne das so von manchen Läden, die machen Tokyopop oder etwa Manga oder Manga-Kult, aber die ist dann halt so gebrochen. Genau, das wollten wir von Anfang an nicht machen. Okay. Sondern wirklich alles, was in einem Genre zusammenfällt, in ein Regal auch reinmachen. Okay. Und dann meinst du, es hat man so einen besseren Überblick oder eher weniger Überblick?
wenn man das so hat. Finde ich schon. Also die wenigsten, die gerade reinkommen, suchen jetzt explizit nur nach Sachen von Tokyopop, weil sie ausschließlich Tokyopop lesen, beispielsweise. Sondern sind so eher auf der Suche, ja, ich will heute eine Rom-Com lesen, ich will was Romantisches lesen. Deswegen wissen sie dann, ich brauche hier nicht beim Shonen zu gucken, außer es ist unbedingt vielleicht Friend and Girlfriend beispielsweise, auch Rom-Com-Richtung. Aber gerade die Mädels, ja, eher Shoujo, zeige ich dir auch noch gleich. Ja. Ist eher die andere Richtung und wissen dann eben schon direkt, okay, dann brauche ich hier auf der Seite nicht gucken, dann kann ich direkt auf die andere Seite gucken. Okay, ja, das ist dann noch einfacher. Genau. Okay. Und dadurch, dass auch alles nach Alphabet sortiert ist, weiß man, okay, ich suche, wie es Miss Beelzebub gefällt, dann brauche ich nicht oben bei A anzufangen, sondern weiß, es steht bei W und kann direkt unten ins Regal reingreifen und suchen, finden, was ich suche. Okay. Nach dem Shonen, und mit dem Shoujo werden wir später abschließen, haben wir hier den Yuri- bzw. Yaoi-Bereich. Das ist so ein Boys-Love-Regal. Genau, Boys-Love und Girls-Love. Okay. Hier haben wir auch nicht nach Verlangen sortiert, sondern, wie schon erwähnt, nach dem Genre. Das heißt, oben geht's los mit Yuri, also mit Girls-Love-Manga, und dann gefolgt von den Yaoi-Serien und dann die Yaoi- bzw. Boys-Love-One-Shots. Von denen gibt es eine Menge. Oh ja, die Verlage bringen immer mehr. Bist du da so ein Fan? Oder? Nee, absolut nicht. Ich habe mal ein paar gelesen, gerade ein Fremder im Frühlingswind, der war ganz süß, fand ich, aber ich bin selber kein Freund davon. Also, und was ist mit Yuri, also Girls Love? Habe ich noch nicht ausprobiert. Hast du noch nicht ausprobiert? Nee. Okay, muss man ausprobieren. Ja, gut, dann geht's nach hier weiter. Genau, das nächste Regal, was ihr hier seht, beinhaltet alle Szenen- und Josei-Titel. Das heißt, alles, was für erwachsenere Leser gedacht ist und sich dementsprechend auch vom Gewalt- bzw. vom Sexniveau eher an ein erwachseneres Publikum richtet. Mhm. Ich sage immer gerne mit dazu, es sind eben nicht Titel, die wirklich pornografisch sind, die ausschließlich Hentai sind beispielsweise und wo nur Köpfe und Gedärme durch die Gegend fliegen. Ich sag mal dazu ganz... Ja, ganz ist so ein Titel, der das eben hat. Da gebe ich dir absolut recht. Aber was ich immer ganz gerne hernehme, um zu zeigen, dass es eben nicht nur solche Szenen sind, ist auch so einer. Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Okay. Kennst du den? Den habe ich noch nicht gelesen. Nein. Die meisten sagen dann erstmal, okay, warum steht der jetzt hier bei Szenen Josei und nicht bei Yuri Yaoi mit dabei? Mhm, ja. Das ist ja lesbisch eigentlich. Aber das ist absolut falsch, weil es ist eine Biografie tatsächlich von der Mangaka, wo sie erklärt, wie sie mit ihrer Depression umgeht, wie sie das meistert, in einem Land wie Japan sich eben zu outen, zu ihrer lesbischen Sexualität zu bekennen und damit erstmal umzugehen lernt. Okay. Deswegen großartig interessanter Titel, vielleicht zeichnerisch absolut nicht auf dem höchsten Niveau, aber für jemanden, der... Vielleicht lag das auch daran, dass ich das nicht gekauft habe. Aber ich kaufe meistens immer alles. Aber momentan fehlt das Geld bei mir. Ist es bei dir auch so, dass du eher die Zeichnungen erstmal mögen musst, bevor du ein Band in die Hand nimmst? Genau, genau. So ist das bei mir auch. Ja. Aber wenn ich so zum Beispiel eine Gans kenne als Anime, dann kaufe ich auch als Manga. Ja. Aber mir muss mir die Zeichnung gefallen, dann kaufe ich das auch. Das war für mich auch so ein Punkt, weshalb ich Demon Slayer oder Kimetsu no Yaiba nicht angefangen habe. Beziehungsweise ich habe es angefangen, aber ich fand die Zeichnungen echt nicht besonders gut. Ja. Gerade wenn man den Anime kennt mit diesen geilen Animationen drin und dann den Manga dazu liest. Das ist ja Geschmackssache, ne? Ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ja. Ja. Okay. Aber wenn wir schon gerade von Kimetsu no Yaiba sprechen, da haben wir nämlich auch hier unten in unserer englischen Abteilung die Bände 1 bis 17. Für all diejenigen, die sehnsüchtig darauf warten, dass in Deutschland endlich der 6. Band erscheint, die können sich hier auf Englisch bereits bis zu Band 18 eigentlich im Moment schon... Ach so, du verkaufst auch englische Mangas. Genau. Das ist auch ganz wichtig, dass die meisten sagen, okay, ich bin Engländer, sagen wir mal, ich bin Engländer, ich kaufe aber gerne auch englische Mangas. Mhm. Nee, wir haben tatsächlich hier in Trier einen ganz coolen Standort, weil wir in so einem Dreiländereck liegen. Das heißt, wir sind in Deutschland, Frankreich ist direkt nebendran und Luxemburg sowieso. Und da sind eben viele dabei, die jetzt vielleicht in Luxemburg wohnen, aber nur Französisch sprechen und auch Englisch, aber kein Deutsch. Und sich dementsprechend was holen möchten, was vielleicht auf Deutsch noch nicht draußen ist und auf Französisch auch nicht, auf Englisch aber schon. Ach so. Und dann gezielt danach fragen. Du, was gibt's auch? Genau. Und die Leute kommen auch hier vorbei? Ja. Okay. Richtig. Sehr nice. Gerade bei so Sachen, die eben noch groß gehypt werden, JoJo's Bizarre Adventure. Ja, JoJo hast du schon gehört, das kommt überhaupt bei Manga. Ja, ja, nächstes Jahr. Manga-Kult sichert sich im Moment sowieso so viele geile Lizenzen. Ja, das und auch
Dohedoro. Ja. Mann, Leute. Seht ihr das? Kannst du gerne auch eben kurz aufschlagen. Und dann zeigen, wie gut das hier aussieht. Krass. Freust du dich schon auf den Manga? Den werde ich definitiv lesen, wenn er endlich auf Deutsch rauskommt. Und hat auch Farbseiten, habe ich gesehen. Ja, krass. Hat er auch mit drin. Und kostet hier 11 Euro. Okay, das geht ja noch für einen großen Format. Ja. Das geht ja noch. Hätte ich gar nicht gedacht. Und man kann auch andere englische Mangas bestellen. Genau, bestellen tun wir grundsätzlich sowieso. Das heißt, wenn du zu uns kommst und sagst, hey, ich suche nach dem und dem Manga, gibt es noch nicht auf Deutsch, gibt es allerdings auf Englisch, könntest du mir den besorgen, schaue ich nach. Mit unseren Importeuren sind wir gut, da haben wir etwa so eine 10 Tage Lieferzeit. Und dann versuchen wir da auch ranzukommen. Okay. Ganz egal, was es ist. Ja, krass. Richtig. Weil ich habe auch ausländische Mangas. Mhm. Ich habe keine englische Mangas, sondern auch brasilianische Mangas. Ich bin ein Brasilianer und da kaufe ich auch Sachen ein aus Brasilien. Was gibt's denn in Brasilien? Was oh, da gibt es eine Menge. Devilman. Ja. GTO kaufe ich. GTO gibt's auf Deutsch. Gibt's auf oder Deutsch? Gab's auf Deutsch. Gab's zumindest. Auf Deutsch, aber ich kaufe es halt auf meine Sprache. Ist halt, okay. Ist halt cooler. Dann gibt's noch andere Serien. Boah, da gibt's eine Menge, was cool ist. Hm. Auch Jojo gab's auf. Gibt's auch auf Brasilianisch, aber jetzt gibt's das sowieso auf, demnächst auf Deutsch. Ja. Ich kaufe trotzdem beides. Wundert mich trotzdem, dass es so lange gedauert hat, bis Jojo's ja, endlich bei uns rauskommt. Aber da gibt's auch beide einen Anime auf Deutsch. Ja. Endlich auch das. Ja, da freut man sich auf jeden Fall. Immerhin. Genau. So, ja. Dann machen wir am besten oben drüber weiter, nachdem okay. Wir so lange bei Englisch waren. Und zwar, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, unsere brandneuen Regale zu bewundern. Nämlich haben wir die erst am Samstag bekommen, das heißt einen Tag erst alt heute und haben dementsprechend gleich zwei neue Abteilungen eingerichtet. Auf der linken Seite siehst du alles zum Thema Isekai. Ah, und auf der rechten Seite alles zum... Isekai ist hier. Genau, richtig. Der Schleim, wer den Schleim sieht, weiß schon, okay, Isekai-Time. Genau, ja, das sind so Isekai-Sachen. Overlord sowieso, Ride on King. Hast du den gelesen? Ich habe den gelesen, ja. Ich feiere den so übel ab. Aber ich habe den zweiten auch nicht gekauft. Komm noch nach, keine Angst. Okay. Band 3 ist mittlerweile auch schon draußen. Ach so. Ja. Der vierte kommt auch diesen Monat, glaube ich. Nee, der oder nächsten Monat. Der vierte dauert noch ein bisschen. Okay. Genau, der dritte kam erst letzten Monat. Ja. Deswegen. Und auf der rechten Seite wiederum haben wir dann alles zum Thema Fantasy mit dabei. Die Braut des Magiers, glaube ich auch. Mhm. Ja, genau, Braut des Magiers. Tale of Witch Head. Und gerade was bei uns im Moment übel durch die Decke geht, Delicious in Dungeon. Der geht so steil. Ja, das ist der hier. Genau. Ich habe den ersten und den, ich glaube auch noch den zweiten, aber nicht weiter gekauft. Genau. Weil ich habe noch eine Menge, was ich noch lesen muss. Und das hat Zeit. Glaube ich. Bei dir ist wahrscheinlich genauso ähnlich wie bei mir. Der Pale of Shame wächst immer weiter. Ne? Ja, leider. Wenn man gerne so viel Zeit hätte, wie man lesen kann. Ja. Ist doch halt so. So, jetzt sagst du, es ist hier die Romance-Abteilung? Genau. Nur nennen wir es nicht Romance, sondern Shoujo. Shoujo. Das weibliche Pendant zum Shonen. Das heißt, in dem Fall haben wir hier keine Prügelgeschichten mit einem Protagonisten, der eben ein bestimmtes Ziel verfolgt, sondern, wie du schon gesagt hast, meistens eben Romance. Da geht es mehr um Liebe. Um Liebe, um Herz, um Herzschmerz. Darum geht's auf dieser Seite hauptsächlich. Aber nicht ganz alles, ne? Nee, natürlich nicht alles. Jetzt so ein neuer Titel beispielsweise von Egmont, der erst vor 2 Monaten rauskam. Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft. Ist der hier, ist eher so eine Mystery- bzw. Slice-of-Life-Geschichte. Mhm. Auch sowas findest du ganz häufig hier drin. Auch wenn man beispielsweise Barakamon von Ultraverse nimmt, der mittlerweile schon 11 Bände hat. Auch der geht eben nicht so in die Romance-Reihe. Okay. Genau. Richtig. Auch Noragami hier unten, die meisten wahrscheinlich schon bekannt. Gerade von Netflix, die ja ihr Streaming-Angebot immer weiter ausbauen. Eigentlich eine typische Shonen-Geschichte, möchte man meinen. Und ich werde auch ganz oft gefragt, warum die jetzt unbedingt bei Shoujo steht und nicht auf der anderen Seite beim Shonen. Aber es liegt ganz einfach daran, dass die Leserschaft, die hauptsächliche Leserschaft für Noragami, immer noch weiblich ist. Und deswegen ach so, ist es weil die weibliche Seite dann auch mehr kauft. Genau, richtig. Da öfter. Deshalb ist die Reihe jetzt so beliebt. Jetzt verstehe ich, warum das so beliebt ist. Genau, weil es auf Netflix war.
Okay. Nice. So vieles. Dann sehe ich hier oben, du hast hier so besondere Editionen hier stehen. Genau, hauptsächlich Egmont mit ihren Deluxe, beziehungsweise bei Sailor Moon die Eternal Edition. Ja. Ist das. Krass. Dabei. Gerade Egmont bemüht sich ja im Moment ganz stark, wie Carlsen mit ihren Massivbändern beispielsweise oder Tokyo Pop mit ihren Extreme-Bändern bei Bleach auch alte Serien neu aufzulegen, in so Doppel-Dreifach-Bänden. Und gerade Egmont macht es dann eben so, dass die Hardbinden, das heißt in einem Hardcover auflegen, bisschen größer und in einer echten coolen Deluxe. Ein bisschen schicker, schöner im Regal. Richtig. Das soll nicht nur ein Buch sein, das soll auch gut aussehen. Richtig, es soll einfach auch Wertigkeit ausstrahlen, wenn es im Regal steht. Wie findest du die neue Edition von Jan? Die ist echt cool geworden. Finde ich auch. Ich finde auch dieses Printing, das drin ist. Hast du das schon gesehen? Ja, schon gesehen. Das ist ziemlich groß. Ja. Genau, ja. Richtig. Es umfasst fast die Buchgröße. Tatsächlich ist mit drin. Tolles Mini-Print steht hier auch außen drauf. Und ich sammle auch mittlerweile fast alle von diesen Editionen. Mir fehlt noch das. Ich habe das ja auch noch sogar in der normalen Edition, You Name. Aber es wäre ein bisschen Geldverschwendung. Ich meine, ich habe das schon. Sieht das zwar schön aus, aber das hier noch einmal auszugeben, obwohl du das schon hast im Regal, muss man dann halt ein bisschen länger überlegen. Kann ich verstehen. Das ist vielleicht was, das man irgendwann in Zukunft mal machen kann, aber jetzt nicht direkt. So wie Silent Voice erscheint auch demnächst in der Luxury Edition. Mhm. Finde ich auch schön in der Luxury Edition, aber ja, was soll man machen? Jetzt gebe ich noch das Doppelte davon. Warte mal, wäre es schon vorher gewesen, hätte ich gesagt, okay, dann hole ich mir da lieber diese Edition statt diese Edition. Verstehst du? Ja, klar. Ist halt so. Aber so haben jetzt unsere neuen Leser immerhin die Möglichkeit, die Komplett Edition dann zu bekommen. Okay. Ein paar Sachen haben wir noch. Wenn wir einmal noch zurückgehen möchten, haben wir hier noch unsere kleine Ecke für alle zeichnerisch Engagierten bei uns. Das heißt, die Copic-Marker, die kennt man ja aus dem hauptsächlichen Manga-Milieu. Gerade die Profis kolorieren ja immer mit Copics. Haben wir hier zum Verkauf angeboten, auch die tollen Sets mit dabei, wenn man sich beispielsweise erstmal mit den Hauttönen auseinandersetzen möchte und natürlich auch die expliziten Copic Tuschestifte, die es dafür gibt. Passend dazu sind hier unten im unteren Bereich dann auch die Zeichenlehrbücher für alle, die anfangen wollen. Beispielsweise das Manga Figuren entwickeln ist so ein ganz toller Einstieg für diejenigen, die jetzt anfangen wollen mit Manga zeichnen. Und auf der linken Seite wiederum ganz viele Artbox. Ja, das finde ich auch nice. Wie findest du das neue Artbook von Tokyo? Finde ich geil aufgemacht, aber ein bisschen, ich weiß nicht, wenig Text irgendwie. Okay. Hm. Das ist meistens immer so ohne wenig Text, mehr Bilder. Ja, klar, davon leben ja Artbooks, aber ich hätte mir ein bisschen mehr tatsächlich davon erhofft. Weil du ein Fan bist von Tokyo Ghoul? Nicht unbedingt, einfach weil ich gerne auch die Hintergrundgeschichte dazu erfahre und vom Zeichnen ein bisschen mehr mitbekomme. Sowas, wie das entstanden ist, wie es dazu gekommen ist, darum vielleicht noch ein paar Interviews. Genau. Sowas wünsche ich dir. Ja, das gibt's auch bei, ich glaube, das gibt's auch bei Dragon Ball. Genau, beim Dragon Ball Artbook war das 30 Jahre, 20 Jahre Dragon Ball? Ja, irgendwie so. Da gab es so eine fette, große Ausgabe. Okay, ja. Da gibt es sowas auch. Da gibt es auch ein Interview, ja. Ja. Okay. So. Aber ich sehe auch da gibt es auch Figuren. Das haben wir, ich glaube, übersehen oder vergessen. Ah, genau, die Merchandise-Abteilung, beziehungsweise Abteilung Merchandise erstreckt sich bei uns so komplett einmal über den gesamten Laden hinweg. Ja. Das heißt, überall, wo freie Ecken sind, werden ausgenutzt, um dann eben wirklich Figuren unterzubringen. Jetzt gerade die Tassen, die wir en masse eingekauft haben, natürlich auch noch. Und den Kudo-Sensei, das tolle Maskottchen. Das sieht da richtig süß aus. Heftig. Ja, und dann gibt es hier noch Postern. Genau. Von Attack on Titan, Dragon Ball Super, Hunter x Hunter, Tokyo Ghoul, Heft. Also ich finde die Sachen ziemlich nice. Gerade dieses Hunter-Hunter-Poster finde ich ultra geil. Ja, auch dieses von Attack on Titan. Ja, die von der zweiten Season. Genau. Ja. Ja, das ist schon krass. Das ging gut ab. Wenn wir schon gerade bei Poster sind natürlich außenrum aufgereiht. Aber wenn jemand fragt jetzt, okay, soll ich das Poster einfach von der Wand abreißen, um es mitzunehmen? Na, wäre nicht so geil. Ja, nicht so schön, ne? Haben schon ein paar gemacht. Echt? Nee, natürlich nicht. Okay.
Nee, aber Poster sind hier drin, die Zahlen stehen immer oben dran, deswegen findet jeder, der ein Poster haben möchte, auch die Zahl hier in den jeweiligen Posterständern, direkt hinter den Kunstdrucken, von denen wir auch ganz viele ausgelegt haben. Erzähl nochmal, was hast du denn alles an Postern? Ja, du siehst es ja schon, einiges, was auch so in Deutschland beispielsweise noch gar nicht verfügbar ist. Von Junji Ito gibt es ja im Moment nur Uzumaki auf Deutsch. Gyo wurde verschoben, kommt das hoffentlich da nächsten Monat. Das sieht da richtig gut aus. Zeig mal. Damit die Leute sehen, wow, richtig düster. Diese hier. Richtig, richtig düster und das muss man auf jeden Fall haben. Ja, am besten noch eine schwarze Wand dazu, dann passt es perfekt rein. Den hole ich mir auch demnächst, also was heißt demnächst, auch heute bei dir. Weil das sieht, ich mag Horror und das muss auch in meiner Sammlung sein. Hast du schon einen guten Platz dafür bei dir zu Hause? Ich habe so eine riesige Wand, die ist so richtig weiß. Dann steht sie da in der Mitte und schaut mich an. Okay, bei einer weißen Wand ist schon geil, ne? Dann hast du diese schwarze... Dann habe ich nachts, bin ich dann halt unruhig, dann habe ich mehr Angst. Weil ja. Ich sehe diese Frau und die ist so richtig krass. I give you nightmares. Genau. Dann hast du hier noch Schleimposter. Genau, The Time I Got Reincarnated. Von der ersten Slime. Staffel, glaube ich. Ja. Haben wir unten drunter noch die anderen. Genau, unten drunter sind auch noch anderen. Okay. Die anderen vom Schleim mit dabei. Dr. Stone, der allseits bekannte Liebling. Naruto ist natürlich mit dabei. Eins meiner absoluten Favorites, der Kunstdruck von Hunter x Hunter vom Chimera End Arc. Ja, das ist die beste Arc, ne? Ja. Mit der Ameise. Wobei ich tatsächlich Greed Island auch sehr, sehr feiere. Ich fand die Ameise Arc schon krass. Der ist halt am längsten aufgebaut, auch am psychologisch entwickelsten und die ganzen Figuren ultra gut entwickelt. Aber ich finde halt das Konzept hinter Greed Island unglaublich gut gemacht. Okay. Deswegen. Dann gibt es hier noch Death Note. Genau, Death Note haben wir noch. Goblin Slayer ist mit dabei, JoJo's. JoJo, das muss man jetzt kaufen, weil da gibt es jetzt bald ein Anime und Manga. Deswegen. Wobei es dauert noch ein bisschen. Das dauert ja noch über ein halbes Jahr, bis der in Deutschland rauskommt. Haben wir noch genug Zeit, uns auf JoJo vorzubereiten. Genau. Richtig. So, dann sehe ich hier eine Secondhand-Abteilung. Secondhand ist nicht ganz richtig. Haben ein Bring and Buy. Okay. Egal, das heißt, vielen wird es wahrscheinlich das Konzept auch schon bekannt sein von verschiedenen Veranstaltungen bzw. von Cons, auf denen man schon mal war. Bei unserem Bring and Buy können unsere Gäste ihre Sachen mitbringen, die sie nicht mehr haben wollen, die alt sind, die sie vielleicht aus Versehen doppelt gekauft haben oder geschenkt bekommen, obwohl es überhaupt nicht der Geschmack ist, und dann hier zu einem selbst festgelegten Preis weiterverkaufen. Das sieht ja interessant aus, das kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Fujimi Studio. Kenne ich noch gar nicht. Wow. Okay, weil ich habe ja eine Menge Mangas und das kannte ich noch gar nicht. Ja, krass. 5 Euro für die beiden? 5 Euro für die beiden. Das ist schon mal nice. Genau. Dementsprechend bekommen wir Zeug vorbeigebracht, wird dann hier reingestellt, solange natürlich Platz verfügbar ist. Und die Leute können dann drüber schauen und sich das mitnehmen und dafür ihr Geld bekommen. Was sehe ich denn hier gerade? 15 Euro für Fire Force? Nein, das ist nicht Fire Force, sondern die Karte, auf die du gerade zeigst. Weil es können nicht nur Manga abgegeben werden, sondern tatsächlich auch Magic-Karten, wie es jetzt hier beispielsweise der Fall ist. Das ist so eine Magic-Karte. Genau, in Toxic Deluge. Ich dachte, das wäre hier so der Preis. Nee, der Preis von Fire Force steht hier vorne mit dabei. Und liegt bei 90 Euro, wobei das insgesamt ein bisschen teurer ist, als wenn man die Bände im Original kaufen würde. Wie kommt's? Ist das die Erstauflage? Nein. Okay. Es ist einfach nur die ganz normale Fire Force-Reihe. Okay. So. Richtig. Das heißt, die Leute kommen vorbei und dann geben die Sachen auch ein, dass sie was nicht mehr haben wollen. Genau. Geben ihre Sachen ab und verkaufen sie darüber weiter. Okay. Ja. Was ist denn hier? Ist das hier so eine japanische... Stellen wir das hier nochmal auf. Ist das hier so japanisch? Genau, das wird das vorletzte Regal, das ich dir zeige. Dadurch, dass wir eben nicht nur Comicladen sind, sondern Minonoko in der Untertitel verrät es auch schon, dein Garten für Japan und Comic-Kultur, möchten wir auch die japanische Kultur eben weitervermitteln. Und dadurch haben deswegen wir uns heißt der Laden so. Genau, richtig. Weil wir eben nicht nur Manga anbieten, sondern alles andere rund um Japan eben auch. Wir haben beispielsweise hier oben ganz viele Sprachführer für diejenigen, die Japanisch lernen möchten. Auch ganz beliebt das Genki hier natürlich oder auch das Minna no Nihongo, mit denen an Universitäten beispielsweise gearbeitet wird. Sind alle auf Englisch tatsächlich. Also auf Englisch, okay. Auf Englisch für Japanisch zu lernen. Okay. Und hast du schon was gelernt? Ja, also ich habe selber Japanologie studiert. Ach so, guck mal, das ist auch sehr wichtig.
Ich glaube, du nimmst auf. Ja, wobei erfolgreich abgebrochen, muss man auch mit dazu sagen. Okay, okay. Ne? Aber ich glaube, darüber können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Ja, können wir noch zum Ende quatschen. Hier unten in der Abteilung ist dann wiederum Moin Moin. Hallo. Japanische Kinderbücher. Ja. Haben wir hier. Das heißt, gerade für diejenigen, die anfangen, Japanisch zu lernen, tun sich immer wieder schwer damit. Das habe ich selber im Studium festgestellt, wenn man einfach keinen Lesefluss reinbekommt und nicht immer wieder dieselben vorkonstruierten Texte aus den Lehrbüchern durchkauen möchte. Deswegen eignet sich es wunderbar, wenn man so ein Kinderbuch beispielsweise auf Japanisch hat, das man vielleicht sogar schon kennt. Weil ich zeige euch mal was und frage euch, ob ihr das denn nicht auch schon mal gesehen habt. Leider nicht. Sorry, leider nicht. Echt nicht? Das sieht so aus wie so ein Mann mit so einem Afro... Das ist der Strubbelpeter. Kenne ich leider nicht. Oh, krass. Okay, so ein ganz bekanntes deutsches Märchenbuch. Kenne ich leider nicht. Beziehungsweise, vielleicht kennst du das hier. Ja, natürlich kenne ich das. Das kennst du, ne? Das ist Hänsel und Gretel? Genau, steht auch hier oben dabei. Hänsel to Gretel. Ach so, okay. Krass. Das, nice. Und das ist eine Story? Das ist das Original Kinderbuch, nur eben auf Japanisch. Ah, nice. Krass. Das heißt, wenn man es eben lernen möchte, am besten mit einer Story anfangen, die man schon kennt, gerade noch aus Kindertagen, wo einem das Ganze bekannt ist, um den Lesefluss reinzukriegen, um neue Wörter zu lernen. Dass die Japaner wissen auch, worum es da geht. Ja, natürlich. Krass. Steht ja hier. Ja, krass. Genau. Finde ich ja nice. Ja, Deutschland ist auch in Japan sehr beliebt, muss man sagen. Ja. Genau, abgesehen von den Kinderbüchern haben wir dann noch hier Japanisch Kochen mit dabei. Sanjis Piratenrezepte müssen natürlich mit dabei sein. Bestes ever. Gefolgt von hier unten originalsprachiger, also japanischer Literatur. Tatsächlich, wer so ein Band noch nicht von innen gesehen hat, den darf ich das gerade mal kurz aufschlagen. Sowas. So sieht dann ein japanischer Roman von innen aus. Auch von rechts nach links gelesen, wie man es beim Manga kennt. Nur in dem Fall zeige ich es nochmal von oben nach unten. Mm. Nice. Genau. Und für all diejenigen, die sich für japanische Kultur interessieren, haben wir hier dann noch verschiedene Bildbände beispielsweise und auch Reiseberichte über Japan. Warst du schon mal in Japan? Ich war schon zweimal in Japan, ja. Ach, das können wir dann besprechen gleich. So, dann habe ich auch gesehen, da gibt es so einen Tisch. Sind das hier die Neuerscheinungen? Ganz genau. Nicht nur hier auf dem Tisch, sondern auch hier oben auf den Regalen drauf zeigen wir unseren Gästen immer, welche Neuheiten reingekommen sind. Auch bei unseren Facebook- und Instagram-Posts natürlich, wofür der Tisch immer herhalten darf. Und hier hat man einfach einen zentralen Mittelpunkt, in dem alles ausliegt. Gerade diese Mega-Stapel, guckt ihr Demon Slayer an, guckt ihr Shane King an. Die ganzen, die eigentlich einen die Sicht versperren, die liegen hier auf dem Tisch mit dabei, damit man schnell drankommt. Sehen wir durch? Ein Regal hätte ich noch für dich. Okay. Ja, beziehungsweise, ich sehe es gerade, zwei sogar noch tatsächlich. Zum einen unser Teeregal, weil, wie schon gesagt, wir sind noch auf Japan spezialisiert. Das heißt, was gehört am besten zu Japan mit dazu? Tee. Tee, genau. In dem Fall Grüntee. Das meiste, was wir da haben, ist aromatisierter Grüntee. Teilweise auch reiner Grüntee. So eine ganz besondere Sorte ist beispielsweise der Matcha Genmaicha. Müsstest du aber riechen. Ja, geht das? Okay. Der ist kommt mir bekannt vor. Echt? Das ist so wie riecht so wie Kamillentee. Nee, nicht ganz. Okay. Kamille ist nicht drin, aber gerösteter Reis. Okay. Haben wir in dem Fall. Und das hast du selber gemacht? Nee. Wir haben einen Importeur tatsächlich, der in Japan eigene Reisfelder, sage ich immer, Teefelder hat, den Tee dort anbaut und hier rüberschifft und verpackt. Und dementsprechend ist das alles beste Bioqualität direkt aus Japan. Wow. Wirklich. Und der Matcha Genmaicha, das ist so ein typischer Alltagstee eigentlich für Japan. Schmeckt meiner Meinung nach sehr japanisch. Okay, für mich ist es nicht unbedingt was. Gibt es da so einen Unterschied? Ja, definitiv. Ist nicht so wie hier, wenn man Tee trinkt, sondern in Japan ist das halt ein anderer Geschmack. Ja, also ich weiß nicht, ob du schon mal in Japan warst. Ja, ich war schon mal in Japan. Hast du Gerstentee getrunken? Ich habe leider da keinen Tee getrunken, aber ich habe einen Tee getrunken mit Milch. Ah, okay. Das fand ich ganz nice. Sowas macht man hierzulande auch in manchen Regionen. Ja. Aber gerade so einen Gerstentee, den bekommst du ja an wirklich jeder Vending-Maschine. Die sind ultra beliebt bei Japanern, finden bei westlichen Gaumen allerdings eher weniger Anklang, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ja.
Und genauso ähnlich ist es eben auch mit dem Matcha Gen Maicha. Der ist ein typisch japanischer Tee, allerdings für deutsche Gaumen vielleicht eher ungewöhnlich. Ja, ich bin ja sowieso eher der Teetrinker, kein Kaffeetrinker. Mhm. Und das passt ja. Geht mir genauso. Und viele sagen auch zu mir, du siehst aus wie ein Japaner. Sieht man das auch? Sieht man das? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein brasilianischer Japaner. Ja, dann sehe ich da, das ist aber die Secondhand-Abteilung, oder? Genau, richtig. Okay. Unten liegen tatsächlich jetzt noch, gerade zum Weihnachtsgeschäft, haben wir einen Weihnachtsflohmarkt aufgebaut mit ganz vielen gebrauchten Artikeln, also ganz vielen gebrauchten Manga, von denen jeder 2,50 Euro kostet. Und je also die Hälfte davon. Menge, genau, ungefähr. Welche Menge man mitnimmt, dementsprechend wird es günstiger, ab 10 Stück. Kostet es nur noch 1,50 Euro. Lass uns mal schauen, was es hier gibt. Gerne. Vampire Knight, Video Girl Eye, Magister, so die älteren Sachen. Ja, genau. Ganz viele alte Sachen. Ich wusste, bis ich das alles ausgepackt habe, auch nicht beispielsweise, dass Beyblade einen Manga hat. Doch, das gibt's. Da gibt's auch eine andere Reihe bei Adler Manga, aber schon, ja, genau, vergriffen. Schon uralt. Ja, ja. Das ganze Zeug. Das habe ich auch. Bakuman liegt auch mit dabei, von Takeshi Obata und Tsugumi Oba, den Death Note Schöpfern, ist mit dabei. Blue Hier. Ah, der ist gut zu Buzzer, ja. Fußball, ja, ja. Das ist sowas für dich. Kameramann. Das wäre was für dich. Auf jeden Fall. So, was gibt es hier noch Interessantes? Ich habe, wie gesagt, fast alles und ich hole mir immer die Sachen, was vergriffen sind, was es nicht mehr gibt. Mhm. Weil das ist für mich, meine Meinung, interessanter als die neuen Sachen. Die kommen ja auf sowieso. Die man auf jeden Fall drankommt. Genau, und die anderen Sachen, was schon längst vergriffen sind, bei denen kommt man nicht so gut dran. Deswegen kaufe ich auch die ein. Ich hatte jetzt vor kurzem erst meine Sammlung Vagabond vervollständigt. Kennst du den Manga? Ja klar, ich habe den auch komplett. Ja, nice, super gut. Die Bände sind ja mittlerweile ultra teuer geworden. Ja. Aber es lohnt sich so sehr, den zu lesen. Krass. Und da auch Shoutout an Manga Kult. Holt euch den Titel, legt den wieder auf. Der ist so gut. Ja, falls ihr da seht, holt euch den Vagabond Manga. Dann, was denkst du, in 3-in-1 Format? Ich würde lieber ein 2-in-1 Format bevorzugen, weil 3-in-1 haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die knicken leicht und das sieht dann einfach nicht mehr schön im Regal aus. Okay, dann macht das so, wie er sagt, und dann bleibt es auch dabei. 2-in-1 mit Farbseiten, größeres Format, bestes. Okay. So, wir wären durch, aber gleich gibt es was zu besprechen, auf jeden Fall. Wir setzen uns gleich hin und dann können wir gucken, was noch so zu bereden ist. Bis gleich. So, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für die Fragen, was ich dir noch stelle. Gerne, gerne. Wie bist du dazu gekommen, den Laden aufzumachen? Das ist eine ziemlich lange Geschichte tatsächlich, weil ich das schon von Anfang an vorhatte. Also wir wurden zum Abi beispielsweise gefragt, was wir später machen wollen. Und da war für mich schon klar, ich will Buchhändler werden und irgendwann meinen eigenen Comicladen eröffnen. Das heißt, ich habe nach dem Abitur dann eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht, bin dann ein bisschen versumpft nach der Ausbildung, wusste nicht ganz so richtig, was ich danach machen soll und bin dann, als ich ein halbes Jahr in Tokio war, nochmal auf die Schiene gekommen, dass ich doch Japanologie auch studieren könnte. Hab das dann angefangen hier in Trier, war allerdings nicht wirklich glücklich damit und habe es Gott sei Dank nach 5 Semestern schon abgebrochen, um mich dann diesem Traum hier zu widmen und bin jetzt mit Herzblut bei der Sache. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, warum du den Laden aufgemacht hast, weil du Manga-Anime-Fan bist? Nicht nur Fan, sondern absoluter Liebhaber, ganz genau. Also schon von den frühen Anfängen, als Dragon Ball bei uns publik wurde, bin ich dabei und schon die ganze Zeit über durchweg gelesen bis heute. Deswegen auch noch nicht so eine große Sammlung wie du, aber auf jeden Fall einiges zu Hause stehen, auch aus den älteren Semestern. Wie viele Mangas hast du? Das dürften, ich habe schon lange nicht mehr gezählt, weil vieles tatsächlich mittlerweile in Kartons stapelt noch. Aber es dürften mittlerweile um die 2.500 sein. Wow. Ja. Ist schon krass. Und was sind deine Lieblingsserien, Animes? Anime gucke ich tatsächlich relativ wenige, muss ich gestehen, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt.
Gerade hier jetzt natürlich mit dem Laden, wo ich sowieso die ganze Zeit eingebunden bin und wir eben hauptsächlich die Literatur verkaufen, Anime dementsprechend nicht so ganz in Frage kommt, bin ich auch einfach lieber der Leser als der Schauer. Das heißt, gerne mal abends auch gerne Deutsch Dub, ein Anime gucken auf Netflix, sich binge-watchen, Overlord beispielsweise reinziehen oder Noragami, kann ich gerne mal machen, aber gehört nicht zu dem, was ich unbedingt machen will. Lieber dann vor einem schön prasselnden Kaminfeuer mit einer schönen heißen Tasse Kakao sitzen, Manga in der Hand und dann den Feierabend genießen. Das, so stelle ich mir das. Das klingt ja sehr, sehr romantisch bei dir. Ja, so könnte man sich vorstellen. Bist du ein Romantiker? Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Okay. Wann hast du angefangen, Animes zu schauen und wann hast du gelesen? Wie alt warst du da? Anime zu schauen habe ich ganz unbewusst damals in meiner Kindheit, wie viele in unserem Alter wahrscheinlich auch, mit Pokémon, mit Digimon, mit Monster Ranger und Beyblade, was alles damals eben so bei Pokito hieß es, glaube ich, noch, auf RTL 2 lief. Da gab es ja Unmengen an tollen Serien. Und es war dann so, dass ich mit meiner Mutter in Urlaub gefahren bin und Dragon Ball gerade im Fernsehen lief. Da war mir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, um welches Medium es sich handelt. Und bin dann in Bahnhofsbuchhandel gegangen, weil ich nicht wusste, wo sonst hin. Unterstützt eure Comichändler vor Ort, wohlgemerkt in diesem Punkt. Und habe mir dort den Anschlussband geholt von Dragon Ball, wo die Geschichte, die ich verpassen würde, weitergeht während der Zeit, in der ich in Urlaub bin. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil der Verkäufer in Osnabrück hat genauso gemacht. Echt? Ja. Witzig. War der auch beim Kampf Goku gegen Vegeta? Nein, ich glaube ganz woanders, ganz Ende, ich glaube so Ende Dragon Ball. Ah, krass, bei Buu schon. Ungefähr so, die Richtung. Ja. Okay, bei mir war es noch ein bisschen früher. Tatsächlich. Ich habe mir allerdings zwei Bände später geholt. Ich habe den Kampf gegen Nappa nie gesehen. Ich habe es auch nicht nachholen können, weil damals Internet noch nicht verbreitet war. Und habe dementsprechend direkt den Kampf gegen Vegeta angefangen. Aber es war so toll. Ich habe auch damals angefangen zu zeichnen, einfach ein Blatt aufs Cover draufgelegt und durchgepaust. Großartig. Der Band ist bis heute beschädigt und kann man nicht mehr verkaufen. Aber die Erinnerung hängt einfach dran. Ja, dass, wenn ich das Cover anschaue, immer noch diese feinen Linien von damals sehe. Ja. Und das ist echt geil. Und ja, seitdem bin ich Manga-Fan. Bin dann von Dragon Ball über die Banzai. Komm, kennst du die noch? Stimmt, ich habe dein Video gesehen. Du hast die alle im Hintergrund. Ja, ich habe die Banzai, ja. Nicht ganz, nicht alle, aber ein paar davon. Ich war mal auf der Animagic vor ein paar Jahren und da hatte jemand so einen ganzen Korb mit Banzai, fast alle, drin gehabt für 5 Euro. Das war ein ordentliches Schnäppchen. Das ist schon krass. Ja. 5 Euro ist... Für den ganzen Korb, nicht pro Band. Achso, ja. Das ist schon... Das ist geil. Ziemlich geil. Aber ja, von der Banzai aus dann Naruto kennengelernt, Shaman King kennengelernt, Katze Katze dann natürlich auch kennengelernt, mit Ice, bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Romcoms, oder DNA Square, was mit dabei war. Also, ja, und von dort aus immer weiter und weiter und weiter gelesen. Und deswegen hast du den Laden auch später aufgemacht. Richtig. War es auch geplant, dass du was machen wolltest? Das war mein absolutes Ziel, genau. Ah, okay. Richtig. Will ich wirklich irgendwann selbstständig machen mit meiner eigenen Buchhandlung beziehungsweise mit meinem eigenen Comicladen. Und also dann wolltest du kein Polizist werden, kein Feuerwehrmann oder sowas? Nee, genauso wie es das Intro von Digimon verspricht, lebt dein Traum, genauso war es bei mir auch, von Anfang an Comicbuchhändler zu werden. Ja, interessant. So. Ja, bevor wir das Ganze abschließen, was möchtest du an deinen Kunden sagen, Zuschauer? Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns auch in diesen harten Zeiten unterstützt. Ich hoffe, euch hat die Rundführung durch den Laden gefallen, dass ganz viel Interessantes dabei war, vieles, das ihr vielleicht auch noch nicht kanntet oder einen Tipp davon bekommen könnt. Und definitiv in diesen Zeiten unterstützt eure Händler vor Ort. Seid für sie da, bringt die Weihnachtsgeschenke nicht über Internet nach Hause, sondern unterstützt diejenigen, die vor Ort für euch da sind, die ganz viel machen, auch mit Yu-Gi-Oh!-Turnieren, mit Magic-Turnieren, die Veranstaltungsfläche bieten, Räume bieten und Platz zum Austausch. Und deswegen toi 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 für alle, die in diesen Zeiten für uns da sind und die Türen offen machen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin noch andere Geschäfte besuchen und auch unterstützen, weil in der Zeit von Corona ist es halt schwierig. Ja. Deswegen werde ich mal schauen, wo ich noch hinfahre mit dem Fahrer hinter der Kamera. Danke für den Besuch
Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich noch andere Geschäfte besuchen werde. Demnächst. Ja, dann Peace. Vielen Dank, dass ihr da wart.